Und so erscheint er mit Kardinalsring und Purpur. Vor der verschlossenen Kirchenpforte beginnt jetzt die Weihezeremonie. Zunächst wird während eines zweimaligen Umganges des liturgischen Dienstes die Kirche von außen mit Weihwasser besprengt. Bevor sich die Kirchentüren öffnen, klopft der Kardinal mit seinem Stab dreimal symbolisch an. Danach erfolgt der Einzug in den leeren Kirchenraum mit der nachfolgenden Gemeinde. Der Bischof umschreitet den Innenraum und besprengt auch ihn mit geweihtem Wasser. Damit wird aus dem alltäglichen Leben ein Bezirk ausgesondert, in dem die Gemeinde den Gottesdienst feiert. Der Bischof besprengt nun den Altar mit Weihwasser und zeichnet ihn an verschiedenen Stellen mit dem Zeichen des Kreuzes. Hier soll das Opfermahl Christi gefeiert werden. Als uraltes Zeichen für die Besitznahme des Ortes schreibt der Bischof mit seinem Stab die Zeichen des lateinischen und griechischen Alphabets in Kreuzesform in den Sand. Am Taufbrunnen über dem Grundstein wird nun die Osterkerze entzündet. Weihrauch, ein unbekanntes Phänomen für die Kinder. Die 12 Apostelleuchter werden jetzt mit Chrisam gesalbt. Dies soll daran erinnern, dass die Kirche Gottes aufgebaut ist auf dem Fundament der Apostel, auf deren Zeugnis und Lehre unser Glaube an Christus beruht. Auf 5 Stellen der Altarplatte wird nun je ein Wachsdochtkreuz mit 5 großen Weihrauchkörnern aufgestellt und entzündet. Der emporsteigende Weihrauch soll das Sinnbild unserer Gebete sein. Zugleich weisen die Flammen auf die Opfer des alten Bundes hin, die im Opfer Christi ihre Erfüllung gefunden haben. Thank you.
Der Kirchweihe, wie wir ihn eben erlebt haben, wachen Sinnes verfolgt, wird etwas Merkwürdiges gewahren. Die Liturgie behandelt den Kirchenbau wie einen Menschen. Sie tut alles an ihm, was an einem Menschen geschehen muss, damit er Christ werde. Nun folgt noch ein rechtlicher Akt, der das liturgische Geschehen rundet und zu Ende führt. Erhebe ich hiermit die Pfarrkuratie Maria Baldham zur vollgültigen Pfarrei. Zum Schluss der Festmesse tauscht der Kardinal sein Arbeitsgewand wieder gegen seine leuchtende Freizeitkleidung. Kapelle aus Scheiern, dem Geburtsort unseres Kuraten, spielt jetzt wieder auf, während der Kardinal noch die übrigen Räume des Pfarrzentrums segnet. Turner, nun zum amtlich bestallten Vollfahrer befördert, gibt das Signal zum weltlichen Treiben. Kardinal besichtigt nunmehr die Bilderausstellung eines Pfarrverbundmitgliedes, Herrn Strom aus Vaterstetten. Die Hüte über den Bildern sind eine Leihgabe der Scheierner Musikanten. Thank you.
Fotoausstellung von Herrn Angerer dokumentiert das Werden unseres Pfarrzentrums. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Zum Pichelsteiner reicht's wohl nicht mehr. Zumal noch diverse Autogramme auf die von Herrn Strom gestaltete Festschrift zu leisten sind. Besonders gerne gibt er den Ministressen sein Autogramm. Schnell noch ein Foto fürs Album und schon geht's dahin.